Die große Frage bleibt, wo hat er gesagt, ich bin Gott? Oder wo hat er gesagt, betet mich an? Oder wo hat er gesagt, ich und der allmächtige Gott sind ein und dasselbe? Gibt es hier einen einzigen Christen, der mir einen Vers geben kann, dass ich und der allmächtige Gott ein und dasselbe ist? Gibt es einen einzigen Christen unter den Zuschauern, der mir... Johannes 14. Nun, was steht da bei Johannes 14? Was steht da? Ich und... Richtig. Johannes, nein, die Quelle ist inkorrekt. Nein, es ist auch nicht 14,6. Die Quelle ist, der Vers ist richtig. Ich und mein Vater sind eins. Der Vers ist korrekt. Aber es ist Johannes, Kapitel 10, Vers 30. Bitte, bitte, Ruhe, bitte. Die Quelle ist Johannes Kapitel 10, Vers 30. Jetzt, wissen Sie, wenn ich frage, Sie werden die Chance bekommen, um Fragen zu stellen, meine lieben Brüder. Bitte setzen. Würden Sie sich bitte setzen? Fragen werden später beantwortet. Wir lassen keine Unterbrechung zu. Bitte setzen Sie sich jetzt hin. Danke. Tut mir leid, Mr. Didat. Ordner. Ich... Leise bitte. Ich lese aus meinem Kopf und mein Bruder Sorosch stimmte mir dazu, dass es Johannes Kapitel 10, Vers 30 ist. Nun zum Kontext. Sehen Sie, in 40 Jahren, seit 40 Jahren, spreche ich zu Menschen. Und wenn dieser Vers zitiert wird, dass Jesus sagt, ich und mein Vater sind eins. Der Vers ist da, in der Bibel. Sie können das nicht bestreiten. Ich frage, was ist der Kontext? Und glauben Sie mir, in 40 Jahren bin ich nicht einem einzigen christlichen Gelehrten begegnet, nicht einen in 40 Jahren, der mir den Kontext geben konnte. Ja, ihr könnt das Buch öffnen, ja, durch Öffnen des Buches. Aber kein Mann in meinem Leben, 40 Jahre jetzt, konnte keiner, der sich Christ nennt, mir den Kontext geben. Ihr müsst das Buch öffnen. Ohne das Buch zu öffnen, seid ihr nicht fähig, den Kontext zu geben. Nun lassen Sie mich Ihnen den Kontext geben. Sehen Sie, der Kontext des Vers fängt ab Vers 23 an. Es ist, Jesus wandelte in Salomons Halle, in dem Tempel von Jerusalem. Dann kamen die Juden und umringten ihn, sie umzingelten ihn und sagten, wie lange hältst du uns im Zweifel? Wenn du der Christus bist, sag es frei heraus. Ihre Behauptung war, dass er zweideutig spricht und dass er in seiner Behauptung nicht deutlich war. Das ist die Anklage, die falsche Anklage. Weil wir wissen, er sprach nicht zweideutig. Er beanspruchte es, der Christus zu sein und der Messias. Aber die Juden wollten einen Kampf. Sie mochten seine Reden nicht. Dass er sie beschimpft als ihr Schlangengezüchtel, ihr unzüchtigen Männer und Frauen, ihr Sklaven der Wollust, ihr Narren, ihr Schlangen. Würdet ihr es gerne hören, dass Menschen euch so beschimpfen? Und die Juden waren keine Menschen, die sowas schnell vergessen. So... Sie fanden den Mann alleine, umzingelten ihn, schwingten mit dem Finger in sein Gesicht. Komm, sag es, warum sagst du uns nicht? Sie wollten einen Kampf mit ihm. Deshalb gehen sie alle zu ihm und wollen ihn ordentlich verprügeln. Sie wollen es ihm heimzahlen. Und Jesus sagt, ich hab's euch gesagt und ihr glaubt es nicht. Die Werke, die ich tue im Namen meines Vaters, diese zeugen von mir. Meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir. Und ich gebe ihnen ewiges Leben. Und sie werden nie umkommen. Er sagt, mein Vater, der sie mir gegeben hat, ist größer als alle. Und niemand kann sie aus meines Vaters Hand reißen. 28, Vers 20, Vers 29. Und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Vers 30. Ich und mein Vater sind eins. In der Absicht sind wir eins. Aber die Juden suchten nach Ärger. Und wenn sie Ärger suchen, müssen sie nicht weit suchen. Finden sie gleich um die Ecke. Also hoben sie die Steine wieder auf, um ihn zu steinigen. Und Jesus sagt, viele gute Werke habe ich euch gezeigt von meinem Vater. Um welches dieser Werke willen steinigt ihr mich? Und sie sagen, wegen eines guten Werkes steinigen wir dich nicht, aber wegen Blasphemie. Kuffer! Weil da ist ein Mann, der macht sich selber zu Gott. Du bist ein Mensch und du behauptest, du bist Gott. Das ist eine weitere Falschanklage. Erste Falschanklage war, dass er zweideutig spricht.
Nun, eine weitere Falschanklage. Du behauptest, du bist Gott. Das ist die Behauptung der Juden. Die Christen stimmen den Juden zu. Sie sagen, er beansprucht etwas derartiges, aber er war berechtigt dazu. Lasst uns hören, was Jesus sagt. Die Juden sagen Blasphemie, die Christen sagen, er tat es, aber es war keine Blasphemie, weil er berechtigt war. Was hat Jesus gesagt? Er sagt, steht nicht in eurem Gesetzen geschrieben, Vers 31. Ist es, Vers 32, steht nicht in eurem Gesetz geschrieben, Gesetze sind die Tora. Ich sagte, ihr seid Götter. Ihr seid Götter. Der allmächtige Gott sprach zu Moses und er sagte, siehe zu, ich habe dich dem Pharao zum Gott gesetzt und Aaron dein Bruder soll dein Prophet sein. In dem Buch der Psalmen, 82. Psalmen, Vers 6, ist es, ihr seid Götter und alle von euch Kinder des Höchsten, das ist die Art der jüdischen Sprache. Wenn sie eine Person Gott nennen, ist er nicht Gott. Wie im 2. Korinther 4,4, die Bibel sagt, und der Teufel ist der Gott dieser Welt. Ist er Gott? Der Teufel, Shaitan. Nein, das ist deren Sprache. Sie meinen, er hat die Kontrolle und sagen, er ist Gott.